Kevin Schläpfer, das erste Mal in Kloten unter euch kein Goal geschossen. Was sagt euch das? Ja gut, habe ich gar nicht gewusst, haben wir noch kein Goal geschossen unter mir. Aber ich bin, ja, bin einfach enttäuscht jetzt natürlich gerade unmittelbar nach dem Match, weil unsere Leistung ist heute schwach gewesen. Ich kann nichts sagen, Lausanne war in allen Belangen besser gewesen. Und ja, darum bin ich im Moment enttäuscht, weil wir am Wochenende eigentlich recht gut gespielt haben. Und natürlich haben wir dort unglücklich verloren, aber das kann kein Grund sein, um jetzt hier nicht anders aufzutreten. Im Gegenteil, weil ich eigentlich bin davon ausgegangen, dass wir heute einen guten Auftritt haben und gestärkt rauskommen. Weil ich habe der Mannschaft gesagt, nach dem letzten Wochenende, ja, zweimal in Benaldi schießen, das ist halt auch ein bisschen Nervensache. Und, aber in Freiburg und Davos Punkte geholt, das ist okay, jetzt weiter. Und dann so eine Leistung bin ich. Sind wir einfach ein bisschen enttäuscht, alle zusammen natürlich. Sind Playoff noch das Thema? Ja, Playoff sind für uns schon lange ein Traum und nicht mehr. Oder? Das müssten wir ja eine riesen Serie anlegen, dass wir das schaffen. Da müssen wir realistisch sein. Bei uns ist im Fokus sicher, dass wir uns auf die Playoff vorbereiten. Das ist, glaube ich, unsere Pflicht jetzt. Wir müssen da realistisch sein. Wenn wir irgendwann eine Serie anlegen oder wirklich das Glück auf unsere Seite kehrt oder irgendetwas passiert, dann ist sicher, ja, kann man es nicht abschreiben. Aber grundsätzlich muss unser Plan schon sein, dass wir hauptsächlich jetzt auf Playout anschaffen, dass dort alle topfit sind, dass dort alle bereit sind und dass wir auch den Charakter zusammen haben, der dann bestehen kann.